Die A8 kurz vor Ulm. Dieseldiva Petra und ihr Mann Nils im frisch gekauften Reisebus. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Jungfernfahrt ist gleichzeitig die erste Probefahrt. Und die geht gleich 800 Kilometer weit ins heimische Bad Bederkesa. Der erste Tankstopp stellt die zarte Bande auf eine harte Probe. Alter, ich komme mir vor wie in der Fahrschule. Dabei hat sie den Führerschein seit 35 Jahren. Gatte Nils hat die klitzekleine Tankstelle ausgesucht, weil sie so schön günstig ist. Anas! Kannst einschlagen. Leck mich an den Arsch. Wie in der Fahrschule. Ich habe mich zurückgesetzt gefühlt, so um die 35 Jahre. Leck mich fett. Boah. Ja, doch, das ist geil. Doch, das macht Spaß. Herausforderung, ne? Aber die wird warm dabei. Alles gut? Ja, jetzt ist mir wieder kalt. Eben war mir heiß. Das hätte auch nicht gepasst, ne? Ha? Das hätte nicht gepasst. Da wäre der Kofferraum kaputt. Ja, mit dem Drüberfahren ist scheiße. Ja. Dafür haben sie die Kante da ziemlich hoch gemacht. Zu hoch gesetzt. Das wär's. Echt Ecke kaputt, Kofferraum kaputt. Um Gottes Willen. Insgesamt 565 Liter passen in den Tank. Dazu noch 65 Liter AdBlue. Die erste Einladung zum Drink hat knapp 400 Euro geschluckt. So. Und jetzt adios. Was ja. Hat er jetzt? Oh, Sicherheitsgurt anlegen. Finde ich das gut. Oh. Ja, nee, ist auch nicht mehr drin. Ne? Zeichnet er das auch auf der Karte auf? Als Ordnungswidrigkeit? Nee, das zeigt er nicht auf. Aha. Ja, doch eine Bremse, oder? Ich komme nicht von hier, ich darf das. Die Dieseldiva hat nun genug Zeit, um sich auf ihren neuen einzustimmen. Die sitzt in Liegeposition. Ankunftszeit in 10 Stunden und 40 Minuten. Was? Du darfst doch keine 10 Stunden 40 fahren. Also wenn du gut bist und keine Staus hast, 9 Stunden. Von der A8 München-Stuttgart geht es bei Ulm auf die A7. Und dann über Würzburg, Kassel und Hannover in den Norden. Das Ziel ist Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven. Während die Sonne verschwindet, nimmt die Jungfernfahrt Fahrt auf. Jetzt wird es dunkel. Straßenwehr oder die Autobahn wird gleich leerer. So. Das ist meine Zeit. Gut, dann gehe ich jetzt nach hinten, lege mich noch mal kennen. Ja, ich wecke dich dann. Ja, aber wirklich 2 Stunden maximal. Nee, ich bremse dann. Ja, ja. Merkst du das? Kennen wir ja schon, ne? Ja. Alles klar. Also ich teste jetzt mal aus, wo die Musik herkommt. Keine Ahnung, ich drücke jetzt hier irgendwelche Knöpfe mal. Was suchst du denn? Mucke. Ich suche Mucke. Und keine Labereien. Aber ist nicht meine Mucke. Meine Mucke ist Andrea Berg, deutsche Schlager und Partymucke, ne? Oh, dieses Vibrieren. Also so langsam kommt man dann ins Gefühl rein. Auch so von der Reaktion her vom Bus. Und man kriegt Gefühl im Fuß. Dieseldiva Petra hat sich in Bayern verliebt in einen neuen Bus. Auf der 800 Kilometer langen Jungfernfahrt nimmt die rasende Romanze Fahrt auf. Das Busbabe muss sich auf einen 3-jährigen Wildfang mit 455 PS, elektronischen Hightech-Spielereien und Automatikschaltung umstellen. Wenn die Baustellen wirklich zu eng sind, dann fahre ich auch auf dem Mittelstreifen, sodass mich dann keiner überholen kann. Dann ist es eben halt so, dass die andere Seite dicht ist. Bevor ich da irgendwo rechts da an der Wand sitze,
fahre jetzt 80, also muss mich auch keiner überholen. Ganz einfach. Guck mal, jetzt kommen ganz Mutige. Normalerweise dürfte er mit seinem Bus da auch nicht überholen. Die fahren dann mit ihren Transportern oder mit ihren SUVs hier und überholen. Obwohl sie das eigentlich auch nicht dürfen. Aber bevor ich sag, mal da an der Wand hängen, sage ich ja, dann mache ich hier dicht, ne? Fahre ich einfach auf den Mittelstreifen drauf. Nach 200 Kilometern gemeinsamen Weges entsteht langsam eine echte Bindung. Ich muss sagen, wir beide, wir mögen uns. Keine Macken, kein Zwicken. Er nimmt Gas an. Wie gesagt, jetzt habe ich das Gefühl auch im Fuß. Ist absolut geiles Fahren. Doch die nächste Prüfung lässt nicht lange auf sich warten. Diesmal von oben. Alter Schwede, du. Das ist ja ein Unwetter hier. Ja, alle Neune haben wir heute, wir beide. Läuft. Hagel. Schnee. Schiedwetter. Ja, das macht er schon ganz gut. Der hält das schon aus. Alter Schwede, so. Nee, du, da fahr ich lieber langsam und komm sicher nach Hause. Und der war so schön gewaschen und poliert und, oh. Nee, mal so langsam kann das mal besser werden. Alle drei Tage hast du irgendwelche Stürme. Dann jeden Tag Regen, jeden Tag. Und außerdem fährt der Schweinehund fast 100, ne? Der fährt 100. Guck mal, ich habe jetzt 90. Ja, zeichnet sein Tacho das nicht auf? Der ist doch bekloppt, oder? Petras gesetzliche Fahrzeit ist bald zu Ende. Dann muss sie ihren Gatten Nils aus dem Land der Träume holen. Also ich fahre jetzt noch eine halbe Stunde und dann mache ich Pause, wird gewechselt. Und der Bus hat sich super geschlagen, muss ich echt sagen. Seine Jungfernfahrt hat er eben gemacht bei Hagel, Sturm und Schnee und Gewitter und ach, was das nicht alles, was dann eben alles runterkam. Ich denke, dass ich mich da gleich durchwühle auf der Raststätte und mich irgendwo rechts am Rand stelle, egal. Und wenn ich mitten auf der Fahrbahn stehe und das Nils dann übernehmen muss. Noch ahnt die 55-Jährige nicht, dass die Parkplatzsuche nicht die größte Hürde für den geplanten Fahrerwechsel wird. Ja, hi. Dummbatz. Ach Mensch, da kommt ein Bus, du. Oh, geh mal von der Straße, ey. Ja, typisch Dummbüdel, ehrlich. Oh, guck mal, der hat den Rückwärtsgang drin gehabt. Der weiß, dass ich hier bin, oder? Hallo? Ich weiß das gar nicht, will ich auch gar nicht. Warte. Ich fahre lieber ein Stück rückwärts. Ist der bekloppt? Wir ihn jetzt mal wach. Nils. Nils. Keine Chance. Ich krieg Nils nicht wach. Der pennt. Absolut. Ich habe ja versucht, ihn eben zu bewegen. Der pennt. Absolut. Ich könnte natürlich losfahren und bremsen, dann würde er das merken, ja. Ich rauche jetzt mal eben eine und dann überlege ich mir Plan B.